Hallo, wir machen weiter. Age of Empires 3 Definitive Edition. Preview Let's Play bei WB Writing Bull. Playlist auf YouTube, dort oben zu sehen. Viele Videos, die ich schon gemacht habe von dem Spiel. Release ist am 15. Oktober. Das hier erscheint kurz davor. Dieses Video, wir spielen die Einzelspielerkampagne. Der Playlist viele andere Videos, unter anderem auch ein Hinweis darauf, wo ihr das Spiel ein bisschen billiger bekommen könnt mit dem Community-Gutscheincode WBSJungbrunnen über einen bestimmten Link bei GamesPlanet. Link und Code finden sich auch in der Textbeschreibung auf YouTube. Und das hier, was im Hintergrund zu sehen ist, war das, wo wir beim letzten Mal geendet hatten, nämlich ein Auswahlbildschirm, wo wir unsere Hauptstadt Malta, wir sind ja so ungefähr, sagen wir mal, an einem Viertel angekommen der Einzelspielerkampagne, wo wir weitere Karten uns reinholen können, sodass wir Boni bekommen im Laufe des Spiels, wenn wir erfolgreich spielen. Die gibt es in verschiedenen Rubriken, eine ganze Reihe von Karten haben wir uns schon geholt und ich hole uns jetzt, dass man die 8 Rodeleros, das heißt, wenn man die Karte ausspielt, bekommt man 8 Rodeleros geschenkt. Und außerdem noch die 2 Falconette oder alternativ die hier oben, denn die bekämen man auch ein bisschen früher, glaube ich. Und da hätte ich eigentlich nichts gegen einzuwenden. Aber lass uns das hier mal durchziehen, denn die Karten, die vorher eine andere Stufe noch haben, die werden dann im Laufe der Zeit attraktiver und wenn wir die erste Stufe schon freigeschaltet haben, dann bringt die zweite erst recht etwas. Die beiden holen wir uns. Ich bin außerdem persönlich ein großer Freund davon, dass man im Notfall immer Militäreinheiten sich schon mal geben lassen kann und sich ansonsten fokussiert zu Beginn auf die Wirtschaft halt. Wir machen weiter, wechseln zurück, Änderungen anwenden, aber Urlaub machen wir unbedingt, das ist unser Hafen, und spielen weiter in der Kampagne. Wir sind ja jetzt an Bord von Lizzys Schiffe mit Morgan Black, mit unserem Oberhaupt, sind unterwegs nach Florida zum Mondsee und wollen da neue Abenteuer bestreiten. Mal gucken, wie es weitergeht, Leute. So geht's weiter. Mal schauen. Da seht, die Spanier. Die Schatzflotte muss ganz in der Nähe sein. Wer ist das? Das ist mein Befehlshaber, Alan. Er muss meine Nachricht erhalten haben. Ausgezeichnet, Morgan. Ihr habt alles erreicht, worum ich euch gebeten habe. Ich reite landeinwärts und hindere die Spanier daran, den See zu erreichen. Was soll ich tun? Erobert ihre Schatzflotte. Ihre geraubten Reichtümer sollen uns beim Wiederaufbau unseres Ordens helfen. Einen Augenblick, alter Mann. Elisabeth, bitte. Ich kümmere mich darum. Morgan. Wenn die Angelegenheit mit den Spaniern vorüber ist, müssen wir uns über eure Freunde unterhalten. Autsch. Wir haben eine nette und sehr schlagfertige und sehr schlagkräftige Begleiterin. Das ist die Piratenanführerin. Eine Schatzflotte müssen wir klein kriegen. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Florida ist übersät mit spanischen Forts. Wir müssen einen sicheren Landeplatz suchen. Spanische Galeonen voraus. Fertig machen zur Schlacht. Oh! Wir greifen hier die mal zuerst an, mit allem, was wir haben. Mein Schiff! Sie wird einiges passen morgen. Jetzt das nächste. Kapern Sie das Schatzschiff. Wie kapert man denn? Breitseite, Freibeuter. Seitenangriff. Das geht ja fix. Und die Schatz... Das hier oben? Ah, da ist das Schatzschiff. So kapert man das wie ein Schatz. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier zurück oder segeln einmal zurück hier. Achtung, da bist du erstmal hier. Jetzt ist der Breitseitenangriff weg. Wir befreien Leute jetzt hier. Ich glaube, wir sollten erstmal den Außenposten kaputt machen, ne, der uns beschießt. Ich komme nicht dicht daran. Kommen wir bis dahin? Wir kommen nicht bis dahin hin. Wir müssen erst das Fort kaputt machen. Er ist zu weit weg. Und die können jetzt hier hin. Und den Außenposten abfackeln.
Wir können uns auch schon die ersten Sachen holen. Wir holen uns mal eine Galeone. Geht zurück. Die kommt auch bald. Hier wird der Turm kaputt gemacht. Rohstoffzufluss. Wir haben das erste Schatzschiff erobert. Glückwunsch. Jedes eroberte Schatzschiff sorgt für einen stetigen Zufluss von Münzen. Je mehr wir haben, desto mehr Münzen bekommen wir. Auch andere Rohstoffarten können wir die ganze Zeit bekommen. XP bekommen wir und so weiter. Alles klar, wissen wir doch. Erstes Schatzschiff erobert, das ist das hier. Schiffe sind voller Gold. Je mehr wir kontrollieren, umso schneller fließen die Münzen. Haben wir eigentlich Leute an Bord, Dorfbewohner? Ja, so ist gut. Mit ihnen ja auch. Können wir hier auch einmal entladen? Scheint nicht, ne? Hier ist nichts an Bord. Anscheinend nicht. Ein Mörser und eine Kanone und dann kann man ein Dorfzentrum machen. Das ist fein. Wohin? Hier sind Schätze, die wir bekommen können. Platzieren Sie das Dorfzentrum einfach hier in die Mitte. Kommen alle Leute hier die einmal nach oben. Militär zuerst. Dorfzentrum so weit hier dran. Nee, wir fahren ein Stückchen weiter hoch. Vielleicht in die Nähe. Irgendwo, wo ein guter Platz ist, wo man nicht sofort beschossen werden kann. Hier ist ja nicht viel. Ach komm, wir machen es einfach hier, bevor wir... Oh, ein weiteres, das wir uns holen können. Oh, erst den Außenposten platt machen. Oh, erstmal die anderen Einheiten. Der Mörser auf den Außenposten. Falconet hier drauf, die Einheiten hier hin. Dorfzentrum bauen, bitte. Ist das Schiff mittlerweile angekommen? Ja, da ist die Galeone. Mörser macht das hier platt. Die bleiben bitte ein bisschen in der Mitte. Sehr schön. Wir haben ein weiteres Schiff erobert. Klasse. Jetzt die bitte hier angreifen. Dorfbewohner gehen an die Arbeit, sammeln erstmal alles ein. Weitere Dorfbewohner bitte mehr zu. Und erstmal können wir hier Tiere einsammeln. Da ist ein Schatz, den wir uns holen können. Wir klicken erstmal. Wir bauen erstmal eine Mühle. Hier hinten hin. Leute, das ist viel zu riskant, was er hier macht. Bitte zurück, wir verlieren alle unsere Einheiten. Der gute Mörser ist draufgegangen. Ich fass es nicht. Ist ja nicht zu fassen. Protest. Hier unten kommen wir weiter lang. Wir können auch einen Hafen gleich mal bauen. Unser schicker Mörser ist draufgegangen. Das ist ja ganz furchtbar. So, hier entstehen die vielen. Wir brauchen... Die Mühle ist voll, ne? Ne, noch nicht ganz. Dann bauen wir Ende. Können wir hier Holz sammeln, bitte? Weiteres Dorfzentrum können wir nicht bauen. Bitte können wir mit den Schiffen unten langfahren. Holz haben wir eigentlich genug. Wir bauen mal einen Hafen. Bitte, komm. Einen Hafen, bitte. Hier unten einen Hafen. Direkt hier vorne hin. In hier können eigentlich die Kaperschiffe können nur feuern. Und die können Freibeuter generieren. Au, oh, das machen wir sofort. Wir generieren ein paar Freibeuter, damit wir eine Basisverteidigung haben. So. Die soll bitte hier entstehen. Und hier können wir jetzt... Fischerboote. Erstmal zwei Fischerboote. Und bitte hier hin. Das ist Kabeljau, das ist gut. Dann machen wir die Forschung rein. Hier entstehen die Freibeuter. Klasse. Also ob die so doll sind, weiß ich nicht, aber wir nutzen die. Mehr Dorfbewohner bitte. Hier hat jemand nichts zu tun. Ach, das gibt's ja nicht. Einfach hier noch ein bisschen Holz sammeln. Es ist das erste Schifferboot, Fischerboot unterwegs. Mit ihnen sammeln fahren wir ein bisschen die Küste entlang und verteidigen die unten entlang. Noch ein paar von den... Oh,
Noch ein paar Freibeuter, bitte. Und hier verteidigen wir einfach alles. Und die Forschung läuft. Mit dem fahren wir hierhin. Fischkaria. Sind genug Nahrung? Ach Gott, und auf Bewohner entstehen. Alles gut. Nahrung, Holz. Holz ist, glaube ich, im Moment durchaus wichtig, ne? Nahrung haben wir eigentlich einiges. Holz sammeln hier. Hier läuft auch alles brav weiter. Hier sind die Einheiten. Militäreinheiten. Und wir holen uns noch ein paar weitere Militäreinheiten. Und zwar 6 Rodeleros, 8 Armbrustschützen und 4 Siedler holen wir uns. Mit diese Karten. Okay. Und ja, dann haben wir eigentlich genug Militär erstmal. Schießen mit denen hier rüber. Fahren mit denen rüber und dann bitte noch eine Forschung. Ja. Danach noch ein weiteres Schüppchen. Hierhin bitte. Das ist die Heimatstadt, Boy. Okay, hier sollen die bitte entstehen. So, wir können die Küste entlang fahren, aber was wir auch machen sollten. Dorfbewohner. Forschung bei der Mühle. Und weitere Forschung, indem wir. Das sind die Einheiten, die uns bewachen hier. Alles gut. Hier wird Holz gesammelt. Holz geht auch. Dann bauen wir noch ein Haus bitte hier hinten hin, in die Ecke. Und ein Haus bitte hier hin. Und hier hin bitte sammeln. Eine weitere Karte. Und was brauchen wir eigentlich am dringendsten? Nahrung, Gold. Ah, wir haben die Holzkarte noch nicht freigeschaltet. 2 weitere Siedler. Boah, mal viel Geld. Unfassbar viel Geld. Holen wir uns mal die Nahrung. Gehen zurück. Und noch ein Fischerboot. Das sammeln wir dann hier. Genau. Dorfbewohner haben hier nichts zu tun. Haus bauen. Und hier bauen wir einen Marktplatz wegen Forschung. Einmal hier hinten hin. So, wo ist eigentlich unser Anführer? Wo ist er denn? Wo ist unser Anführer? Habe ich ihn ausgeladen? Ich hoffe ja. Haben wir hier alle aus? Mal gucken, ob ich noch irgendjemand ausladen muss. Tatsächlich, hier sind sie alle. Sehr witzig. Bitte alle hier rüber. Gibt's hier noch was auszuladen? Nein. Können die noch was ausladen? Wo sind unsere Anführer? Das ist die Galeone. Ah, die können Einheiten vor Ort produzieren. Das ist ja schön. Aber haben eigentlich genug hier, ne? Im Moment. Das sieht doch ganz passabel aus. Kapern Sie 6 Schiffe. Alle Militäreinheiten hier hin. Holz hier hinten sammeln. Und das ist der Marktplatz. Forschung. Erstmal weitere Häuser bauen. Einheiten können wir auch bauen. Wir hatten die Geschütze fast komplett vernichtet. Wir könnten schon mal eine Geschütz... Ach, wir bauen, glaube ich. Ja, wir bauen eine Geschützgießerei. Hier vorne hin. Und hier können wir beginnen, Kriegsschiffe zu bauen. Zwei von denen. 2 Galeonen hier hin. Und danach machen wir noch das Level Up. Alles klar. Gibt es Einheiten, die nichts zu tun haben? Ja, hier vorne. Holz, wir müssen vor allem Holz sammeln. Hier bitte hin. Holz. Marktplatz Forscher.
Gold schneller sammeln. Nahrung haben wir genug, Lebenspunkte erhöhen, Angriffsstärke erhöhen, können wir uns ja leisten. Minen haben wir noch keine gefunden, aber wir werden dankbar sein, wenn das nah ist. Und Tiere jagen wir noch nicht. Wo ist denn unser Anführer? Wo ist denn Morgan Blick? Ach, da ist er. Ist ja noch ein, das ist Nisi, ne? Genau. Dann fangen wir mal an, Schätze zu sammeln mit den beiden. Hier rüber und einmal Schatz sammeln. Kampfhunde? Nee, das ist was anderes. Ach, das sind feindliche Kampfhunde. Der Schatz war doch hier irgendwo. Hier ist ein Schatz. Einmal einen Wolf töten, bitte. Zweite. Und dann einen Schatz einsammeln, wenn ich bitten dürfte. Oh, hier können wir noch mehr Einheiten befreien anscheinend. Ist einmal hier aus einsammeln. Forschung haben wir gemacht. Level up vom Dorfzentrum. Und wir holen uns die Holz könnte knapp werden. Nein, wir holen uns die Pikinieren an. Geschützgießerei. Ringschleuderer. Drei hierhin. Sicher ist sicher. Mühle, Häuser, alles klar, eine weitere Karte. Wir holen uns, was bringt er hier? Bestimmte Schiffe billiger und so weiter. Oh, Bauzeit von Schiffen halbiert und in Weiterentwicklungskosten halbiert. Holen wir uns den hier. Gehen wieder raus. Das heißt, wir warten erstmal mit dem Weiterentwickeln ab, bevor wir hier irgendwas machen. Baune mit erreicht. So, haben alle Einheiten was zu tun? Klar nicht. Nun, dann wollen wir hier mit denen hier rüberziehen mit dem ganzen Militär. Und hier mal bitte die Kampfhunde killen. Kampfhunde killen, wenn ich bitten dürfte. Und Leute befreien. Prima. Handelszeitalterforschung läuft. Die werden jetzt hier befreit. Und mit den. Ja, langsam geht die Nahrung alle. Das heißt, wir schnappen uns mal die Leute hier, ziehen hier runter. Ach, wir kühlen hier denn das Leben. Wir werden sie euch zeigen. Dann können wir hier noch uns Nahrung holen. Hier haben wir Inka-Schleuderer geholt. Ganzes Militär bitte nach vorne. Hier rüber und hier ist Kartenende und hier sind viele Ziele und da kommt auch schon ein Trupp an. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ja, komm, setzt euch zur Wehr, bitte. So, läuft. Mittlerweile haben wir wieder eine weitere Karte und holen uns die beiden, die 8 rote Leros. Guck mal, und wir können nachher ein zweites Dorfzentrum auch machen. Aber erst gehen wir nochmal zurück, holen uns noch mehr Militär. Das läuft hier ganz ordentlich. Dann wollen wir hier noch ein bisschen weiter Erkundung betreiben. Fahren ein Stückchen weiter vor. Hier wird gekämpft. Wir brauchen mehr Häuser. Die bauen wir hier hinten dran. Und noch mehr Häuser, wenn ich bitten darf. Noch mehr Häuser, dann haben wir das hinter uns. Und hier hinten noch ein Haus. Hier können wir einen Mörser herstellen. Für den Angriff. Zwei für die Angriffe auf Gebäude. Die kommen hier hin. Dorfzentrum. Weitere Leute bitte. Und die schicken wir zwecks Holzgewinnung. Nahrung. Wir haben so viel. Wir müssen erstmal ein weiteres Dorfzentrum, glaube ich, uns holen, oder? Können wir hier ein weiteres Dorfzentrum irgendwo bauen? Ja, einen. Wir können ganz viele noch bauen. Dann bauen wir eins hier hinten, machen Mühlen drumherum. Das wäre jetzt nicht so perfekt, aber kann man machen. Hier bitte eben. Die helfen alle hier.
Dorfzentrum schnell bauen. Weitere Forschungen. Holz schneller sammeln. Alle Forschungen einmal schnell geholt. Einen weiteren Mörser. Hier ist das erste Dorfzentrum. Hier unten sind unsere Schiffe. Und hier können wir auch gleich rüber und noch mehr Beute machen. Hier. Die verteilen wir schon mal. Dann sind hier ganz viele Plätze noch. Einmal hier hin, bitte. Mit denen geht's hier hin. Mit dem hier hin und mit dem hier hin. Hier wieder hin. Und die Leute, die nichts zu tun haben, hier ist das Dorfzentrum fertig. Jetzt ist es fertig. Noch ein paar mehr Leute. Die lassen wir einfach nur Holz sammeln hier. Und dann können wir auch beginnen, jetzt Kasernen zu bauen. Wir haben nämlich genug an Truppen. Achtung, hier bitte den mal angreifen. Den mal nicht angreifen. Ich weiß nicht, was er da macht. Der läuft hier einzeln rum. Und piesackt Menschen. Einen weiteren Mörser. Hier hin. Und jetzt beginnen wir mit unseren Kasernen. Also wir bauen das hier aus und setzen eine Kaserne dahinter hin. Eine hier. Genau, jetzt haben wir auch alle was zu tun. Dorfzentrum hier. Dorfzentrum hier. Und hier bitte Nahrung. Bäume. Bäume. Gold brauchen wir auch noch. Gold sammelt keiner, Gold sammeln wir hier über die Schatzschiffe. Das reicht eigentlich aus. Dann das Level Up. Angriffsstärke erhöhen für Galeonen. Baumlimit erreicht für die Galeonen. Kriegsschiffe allgemein fitter machen. Okay. So. Wie viele haben wir von denen? 4 Stück. Noch ein Haus dahinter. Marktplatz. Noch mehr Forschung. Holz schneller sammeln. Jagen. Dorfzentrum. Kaserne. Upgrade. Armbrustschützen. Danach hoffen wir Armbrustschützen. Bitte hier hin. Und da wir so viel Gold haben, machen wir außerdem noch Rodeleros. Die Möglichkeit, Ringschleuderer uns zu holen. Die kommen bitte hier hin. Und dann können wir so langsam auch schon losziehen. Schiffe haben wir, glaube ich, alle schon verbessert. Ja, noch nicht ganz. Nochmal Breitseitenangriff verbessert. Und jetzt ziehen wir mit denen aber mal vor. Richtung hier runter. Schauen wir mal, wie es hier so aussieht. Einmal die Küste langfahren, bitte. Entdecken hier irgendwas. Eine Quest-Indianer-Gebäude. Kann man eventuell Leute rekrutieren. Vielleicht sollten wir mal unseren Helden holen. Hier oben ist auch noch ein Schatz. Unser Held ist wo? Hier. Einmal Held holen. Wir holen uns beide Helden. Die packen wir mal zusammen hier. Ein Held hier hin. Wo ist sie denn? Sie auch bitte hier unten hin. Dann nehmen wir noch ein paar von den Freibeutern mit. Infanteriesoldaten, Hochländer mit Reichweite. Sollen wir die mitnehmen? Die nehmen wir mit. Und noch ein paar Armbrustschützen. Ah, das sind aber viele. Die reichen hier, komm. Die gehen hier noch mit. Dann ziehen wir die hier rüber, holen die Schiffe retour. Immer Schiff zusammenhalten, fahren hier hin, holen die ab. Und jetzt kommt schon eine feindliche Armee. Helft doch, meine Leute, helft bitte. Oh, komm, dass wir die Truppen weggezogen haben. Oh Gott, wir lassen das sein. Das ist mir völlig egal mit dem Abenteuer auf der anderen Insel.
decken das hier nicht auf. Vielleicht gibt es nur so einen Mini-Schatz hier. Komm, das ist Quark. Nehmen die bleiben hier zurück. Ich habe die Faxen dicke. Wir machen hier lieber irgendwas kaputt. Halten alle Truppen beisammen. Ziehen sie hier in die Mitte. Haben noch Einheiten, die nichts zu tun haben. Einheiten, auch noch das ein oder andere Haus dahinter. Ein Haus hier hin. Noch ein Haus hier hinten hin. Da wir unfassbar viel mittlerweile haben. Mehr. Unsere Ressourcen haben wir genug. Sollten wir einfach noch mehr auf Top-Programm raus Militäreinheiten. Das ist auch das Einheitenlimit. Da. Ich glaube, wir können so langsam mal losziehen. Nächstes Zeitalter ist ja nicht baubar. Wir gucken mal, was wir hier noch hinbekommen können. Viele Häuser können wir nicht mehr, ne? 5 noch. Komm, wir bauen die einmal komplett durch. Da haben wir das hinter uns und wissen, wie hoch das Einheitenlimit ist. Das war's. Jetzt haben wir es erreicht. Hier könnten wir noch einen Außenposten zum Schutz machen oder einen Wall langziehen. Irgendwas in der Art. Was können wir hier einsammeln noch? Gold sammeln, wir haben mal viel Gold ausgegeben. Wir können noch eine Mühle bauen. Komm. Wir bauen noch eine Mühle. Hier hin. Mit unseren Schiffen hier. Das sind Schätze hier. Ziehen wir noch ein bisschen die Küste entlang. Schauen, was es hier noch alles gibt. Eine Mühle wurde gebaut. Das sind wieder Feinde. Achtung. Wir fangen doch mal an, einen Turm zu bauen. Hier mit dem hier. Einen Außenposten bitte hier hin zum Schutz. Und die Mühle hier. Kann noch ein paar Herrschaften vertragen. Und mit den anderen. Hier einen Tempel noch, eine Kirche. Hierhin bitte. Hier finden Kämpfe statt, ist aber okay. Gott, ich will den Mörser nicht verlieren. Hier kommen Einheiten von hier rüber. Das Fort sollten wir kaputt machen. Das machen wir. So. Wie viele haben wir noch? Reichlich. Wir können noch mehr Einheiten kaufen, bauen. Das heißt, wir gehen hin und haben hier, hier ist das Außenzentrum, dann bauen wir hier einen Wall, bitte. Und ziehen hier den, beginnen den hier und ziehen hier einmal rüber hier hin. Komm, so. Und mit dem, die schicken wir rüber, damit wir an vorgerückter Front auch nochmal was machen, bauen können. Oh Gott, das ist furchtbar. Ein Kampf hier, greift doch mal bitte den Kampf ein. Das ist ja schrecklich, tut doch mal was. Noch mehr vom mehr was. Nochmal 2 Falkonette und nochmal eines. Jetzt flüchten sie. Zieh mit. Ach komm, macht sie fertig. Und nochmal eine Truhe mit Gold hinterher, bitte. Und wieder Retour. Und hier haben wir jetzt ein dickes Fort entdeckt. Okay, einmal hier langfahren, alles erkunden. Schauen, was es hier noch gibt. Einmal den Fjord langfahren, wir werden beschossen. Schätze aller Orten. Müssen aufpassen, dass sie uns nicht kaputt schießen hier. Ja, wir fahren wieder Retour. Jetzt wissen wir, was hier ist. Okay, bitte Retour. Und hier hin. Die müssen wir, oh Gott, hier, das ist ja, das müssen wir, glaube ich, von Landseite aus alles hier zerstören. Oh Gott, ist das groß!
Das ist ja riesengroß und neue Ziele werden uns angezeigt. 6 Schatzschiffe kapern, das ist das Primärziel. Dorfzentrum haben wir gemacht, ein Schatzschiff gekapert, Münzen sorgen, uns holen, alle Forst zerstören, Delgado, alle machen. Boah, da gibt es noch jede Menge kleine und große Abenteuer, die wir hier erledigen müssen. Nächstes Video kommt sehr, sehr bald.